Hier entsteht ein Stück Zukunft und das war am heutigen Tag wörtlich zu nehmen. Die KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH hat im Beisein des Ministers für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg, Ralf Christoffers, die Ergebnisse der bisherigen Bohrkernanalysen präsentiert und die kommenden Schritte des Kupferprojekts erläutert. Vor den Augen der geladenen Gäste und der Presse wurde ein stark erzführender Kupferschieferkern aus einer Teufe von 980 Metern gezogen. Die Ergebnisse der Bohrkernanalysen zeigen, dass die Qualität der Erze in der Lagerstätte Spremberg-Graustein-Schleife mehr als ausreichend ist, um einen wirtschaftlichen Abbau mit Kupfer als primären Teil des Bergwerks vorzunehmen. Mit geschätzten 200 Millionen Tonnen Kupfererz und den daraus resultierenden 2 Millionen Tonnen Kupfermetall ist die Lagerstätte doppelt so groß wie erwartet. Grund genug für Volker Spieth, Geschäftsführer der Kupferschiefer Lausitz, auf den Anlass der Zusammenkunft zu verweisen. Die Kupferleute, die versuchen, Kupferkumpel zu werden. Der Anlass ist, dass wir gestern, heute unseren Antrag eingereicht haben beim Bergamt, mit dem wir dokumentieren, dass die Erkundungsphase abgeschlossen ist und die Bergbauphase beginnt. Zahlreich geladene Gäste, unter anderem der Bürgermeister der Stadt Spremberg, Dr. Klaus-Peter Schulze, sowie der ehemalige US-Botschafter John C. Kornblum, waren Augenzeugen der Bohrkernziehung. John Kornblum betonte in seiner Rede die besondere Lage in der Mitte Europas. Man sagt diese Ecke von Deutschland, aber man muss nicht vergessen, das hier ist keine Ecke, sondern ist der Mittelpunkt in einem vereinten Europa und in einem integrierten Europa. James Gilbert, Präsident der Minera, verwies auf die lange Tradition des Bergbaus der Region und lobte besonders die Verlässlichkeit der Informationen, die noch aus der DDR-Zeit stammen. Er bedankte sich besonders für die gute Zusammenarbeit bei der Stadt Spremberg und dem Brandenburgischen Bergamt. Mit dem heutigen Tag ist die Erkundungsphase abgeschlossen und die Bergbauentwicklungsphase eingeläutet. Wie gesagt, in der Lausitz entsteht ein Stück Zukunft.